Hallo und herzlich willkommen zu Bildung und Brötchen hier aus der Grohe Digitalwerkstatt. Heute geht es um viele nützliche Informationen rund um die Montage der Grohe Smartbox. Viele von euch haben die Smartbox sicherlich schon mal eingebaut. Und dabei ist euch aufgefallen, dass die Wasserzufuhr von unten an die Box herangeführt wird. Kalt rechts, warm links. Die Abgänge, an die die Verbraucher angeschlossen werden, kennzeichnen wir mit A, B und C und sind seitlich und oben angeordnet. Für die erleichterte Montage haben wir hier auf der Baukappe ein Tableau, auf der wir sehr gut die Wasserwaage positionieren können, um die Ausrichtung in Waage hier vorzunehmen. Auf ein paar Details wollen wir noch mal ein bisschen näher eingehen. Wenn ihr die Box eingebaut habt, schaut ihr von vorne auf unserer Baukappe und seht dort ein paar Anschlussbeispiele. Wir haben hier klar noch mal gekennzeichnet auf A, B und C die Anschlüsse, wo wird was angeschlossen. Hier in dem Beispiel mal für eine Dusche, eine Kopfbrause und eine Handbrause wird an B und an C angeschlossen. Auf A wird der mitgelieferte Stopfen druckdicht eingedichtet. Weitere Informationen dazu, Anschlussbeispiele, Hinweise, Durchflusswerte, findet ihr auch in der mitgelieferten TPI, die natürlich jeder Box beiliegt. Wir schauen uns die Box noch einmal genauer an. Und dabei stellen wir fest, dass die Einbautiefe sensationell wenig 75 mm ist. Und zwar von Hinterkante Box bis Vorderkante Fliese. Und diese Vorderkante Fliese, nur so als Tipp, sollte hier in diesem fein gestrichelten Bereich sein. Dann braucht ihr nämlich später keine Verlängerung. Um die Smartbox sicher am Bauwerk zu befestigen, haben wir auf der Hinterseite insgesamt 16 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten geschaffen. So sollte für jeden etwas dabei sein und vor allen Dingen für jedes Wandmaterial. Zusätzlich liegt jeder Box noch so ein Ring bei. Den kann ich von vorne drauf machen, ist auf der Rückseite mit Befestigungsclips vorbereitet. Den schiebe ich dann drauf. Die Befestigungsclips kann ich arretieren und kann dann die Box von der Rückseite befestigen. Das heißt, ich kann von einer Hinterseite arbeiten. Wenn die Rohbaumontage abgeschlossen ist, das heißt die Verrohrung ist fertig, geht es ja immer dann erstmal an das Abdrücken der Leitung und das Spülen. Und dafür öffnen wir einmal die Baukappe und schauen dort innen rein. Und wir sehen den Spülstopfen hier innen drinne, der immer ab Werk mit verbaut ist. Dieser Spülstopfen, und das ist ganz wichtig, ist mit allen Abgängen verbunden. Das heißt, wenn ihr abdrückt und spült, haben wir immer einen Querfluss von kalt zu warm und umgekehrt, inklusive aller Abgänge. Ich kann euch das mal zeigen an diesem Spülstopfen, ja, warm und kalt, und die Abgänge sind miteinander verbunden. Bei der Box selber liegen so eine kleinen Stöpsel mit bei. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wofür die sind. Damit kann ich den Querfluss zwischen warm und kalt unterbrechen, indem ich einfach so einen Stopfen von hier unten reindrücke. Natürlich bei warm und bei kalt. Und schon ist der Querfluss unterbrochen. Nachdem die Druckprobe und die Spülung der Leitung abgeschlossen ist, wird die Box verkleidet. Das heißt, die Trockenbauplatte wird davor gesetzt und entsprechend befestigt. Jeder Box liegt eine passende Manschette für die normgerechte Feuchtraumabdichtung bei. Diese Manschette wird einfach über die Box gezogen mit der dauerelastischen Lippe und ganz nach hinten geschoben. So. Und wird jetzt in die Abdichtungsebene durch den entsprechenden Fachmann mit einbezogen. Nach Fertigstellung der Abdichtungsebene wird der endgültige Wandbelag aufgebracht. Wir sehen hier auch sehr schön nochmal im Detail, dass wir uns mit der fertigen Wand in diesem gestrichelten Bereich befinden. Somit braucht ihr hinterher keine Verlängerung beim Fertigmontageset. Ja, das war es auch schon wieder hier aus der Grohe Digitalwerkstatt.
heute zur Montage der Smartbox. Es würde mich freuen, wenn ihr einen kleinen Like da lasst, vielleicht auch einen kleinen Kommentar und wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Bildung und Brötchen aus der Grohe Digitalwerkstatt. Tschüss!